Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Vor ein oder zwei Tagen habe ich einen Community-Post gedroppt, in dem ich euch gefragt habe, welche Videos ihr euch als nächstes wünschen würdet. Und die breite Masse meinte, zeig uns doch mehr von deiner Sammlung, also quasi mehr Flex, Bruder. Und deswegen zeige ich euch heute mal dieses kleine Prachtstück. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Erinnert ihr euch noch an diese Werkkoffer hier? Die gibt's auch zu sehen in den wesentlich älteren Videos auf meinem Kanal, denn früher habe ich in denen regulär gesammelt. Heutzutage bewahre ich bloß noch die Doppel- und Dreifachmagnethalter in ihnen auf. Sind noch nicht viele, habe ich vielleicht 3-4 Koffer von voll. Also abgesehen von den Götterkarten und so einem Zeug, die ich halt da standardmäßig drin lagere, werden die Karten, die in diesem Magnet halt sind, auch immer wieder ausgetauscht, projektbedingt, falls ich mal irgendwas für ein Video brauche. Und was sich aktuell in den Magnethaltern befindet, kann ich euch ehrlich gesagt jetzt auswendig gar nicht sagen. Wir gucken jetzt einfach mal rein, den schauen wir uns mal durch. Im Videotitel findet ihr dann wieder den Wert, was das Ganze hier hat. Und ich würde sagen, let's fets. Gut, wir starten mit den Dragon Master Knight aus UE2. Den haben wir hier direkt einige Male. Da haben wir hier insgesamt 6 Stück an der Zahl. 2 Playsets in jeweils 3 Doppelmagnethaltern. Den gibt es in Ultra Rare auch aus dem Duelist Pack Kyber. Da ist auch wesentlich mehr wert. UE02, das ist, die Karte gibt es nur auf Englisch aus den USA, glaube ich. Dort gab es so eine Blister Pack und dort war das die Promo sozusagen. Also das ist eine reine Promokarte. Ihr seht auch Limited Edition so. Also nichts Besonderes. Dies ist nicht viel wert. Lass es 5 oder 10 Euro sein. Denke ich mal, vermute ich mal. Ich muss auf Market nachschauen. Mehr dürfte das aber nicht sein. Dann haben wir hier noch mehr wir haben nochmal 6 Stück an der Zahl, legen wir auch gleich mal zur Seite, dürfte also wie gesagt nicht allzu wertvoll sein, das Zeug. Schauen wir mal, was wir noch haben. Wir haben hier 2 Megawandler Unlimited aus Spellruler, beide. Eine relativ ikonische Karte. Wie gesagt, das ist das, was eine Spellkarte in meinen Augen ausmacht. Ein einfaches Artwork, etwas Mystisches, irgendwelche Waffen, Runen, Rüstungen und nicht dieses Überladene, was wir auch heutzutage aus Yu-Gi-Oh! Kennen. Diese Kriegsgemälde, wenn man so möchte, wo man wirklich 3 Stunden hingucken muss, um das Bild analysiert zu haben. Und aufgrund der Komplexität dieser Trap- und Spellcards heutzutage im Sinne der Artworks kann man die Karten optisch auch nur noch selten auseinanderhalten. Aber es gibt auch Lichtblicke, muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen. Dann haben wir die bodenlose Fallgrube aus dem Champion Pack 4. Die ist relativ teuer. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr wie viel. Aber ich glaube, das letzte, was ich nachgeguckt habe, waren wir auf jeden Fall bei um die 100 Euro. Ich denke auch mittlerweile dürfte die ein bisschen mehr wert sein, vielleicht 150, vielleicht 200, je nachdem, relativ selten das Stück. Dann haben wir den Chimera Tech Fortress Dragon aus der Jump, 2-mal in Ultra Rare. Schade, dass die Jump nicht mehr geprintet wird, ich mochte die Karten aus dem Set sehr, sehr gerne. Und dann haben wir 2 Überläufer aus Dark Beginning 1, die können also gar nicht First sein. Beide auf Deutsch, natürlich beide Niemand bis Mint. 2 feierliche Urteile aus Metal Raider Unlimited. Dann geht's weiter mit 2-mal Ruin Queen of Oblivion aus Dark Revelation 4. Wirklich extrem selten die Karten. Ihr kennt die auch aus Shadow of Infinity in Super Rare. Aus Dark Revelation 4 sind die aber nochmal eine ganze Ecke wertvoller. Und ich glaube, die dürften auch so bei 50 bis 60 Euro das Stück liegen, was relativ günstig für Karten aus Dark Revelation 4 ist. Da gibt's noch ganz andere Sachen. Uri habe ich auch noch irgendwo aus Dark Revelation 4. Ultra teuer, ich glaube 200, 300 Euro oder so. Sehr selten. Warum ist das Set so selten? Es war sehr underprinted, also es gab nicht besonders viele bezüglich, also in der Druckauflage. Es wurden halt nicht sehr viele hergestellt und die gab es auch nur in den USA bzw. in englischer Sprache. Dann haben wir einmal das Verbrecher-Duo bzw. 2-mal aus Dark Beginning 1, beide in Deutsch und Super Rare. Und dann haben wir gleich nochmal das Verbrecher-Duo aus Dark Beginning 1, diesmal 1 in Englisch und 1 in Deutsch. Jetzt kommen wir dann aber langsam, aber sicher zu den Dreier Magnethaltern. Die gehen wir jetzt mal einzeln durch. Da haben wir hier 3-mal den Torwächter aus Metal Raiders Unlimited. Sehr, sehr cool die Karte. Wirklich sehr, sehr schön. Die Zustände auch wirklich on point.
Dann haben wir Gernia. Das ist eine Karte aus dem Champion Pack 4. Damals habe ich mir einige von denen für einen Spottpreis besorgt. Für 1,50, 2 Euro. Die wollte damals kein Arsch haben. Mittlerweile dürfte die ein bisschen mehr wert sein. Wie viel werde ich dann in der Post-Production sehen, wenn ich das Ganze dann zusammenrechne? Ich habe gerade einiges nicht im Kopf. Ihr wisst, ich war lange weg, habe dementsprechend die Preisentwicklung auch gerade nicht mehr so im Kopf. Da habe ich noch einiges nachzuholen. Dann haben wir Königliche Feuersturmwache aus Gladiators Assault. Auch eine Karte, die ein bisschen was gehen sollte. Alle drei First Edition. Die sieht man übrigens auch relativ selten in Sammlungen. Und wenn, dann sind sie meistens ziemlich abgeranzt. Deswegen bin ich relativ happy, hier drei wirklich schöne Exemplare zu haben. Ich habe auch noch, ich glaube, 3 oder 4 weitere Exemplare von der. Und ja, tatsächlich nur so wenig. Von der habe ich noch nicht so viel, da ich die immer so zufällig in Collections mitbekommen habe. Ich habe die noch nie wirklich explizit rangeholt. So, dann haben wir Jubel, der ultimative Albtraum aus der Legendary Collection GX als Playset. Auch eine wunderschöne Karte, man kennt sie. Aus der Legendary Collection glaube ich jetzt nicht allzu wertvoll, aber trotzdem einfach nice to have und die auch mal zu sehen. Hier habe ich eine etwas wertvollere Version des Ganzen, nämlich Jubel, der ultimative Albtraum, oder wie sie auf Japanisch heißt, das extremer Traurigdrachen. Als First Edition aus Phantom Darkness, ihrem Originalset, als Playset, sehr, sehr schön, alle drei First Edition, auch ziemlich, ziemlich selten das Ganze. Dann haben wir einen Goblin-Angriffstrupp, First Edition, ein Playset aus PSV, auch eine Karte, die, ja, wie soll ich sagen, relativ im Preis gestiegen ist. Also es war auch eine Karte, da hast du als First Edition Near Mint vor einigen Jahren noch 2-3 Euro gezahlt. Mittlerweile dürften die auch weitaus höher liegen. Also ich glaube mal gesehen zu haben, irgendwo 40, 50 Euro, irgendwie sowas. Muss ich aber nochmal im genauen nachgucken. Nagelt mich jetzt bitte nicht auf die Aussagen fest, die ich hier im Video treffe, denn ich muss mich da wirklich erst wieder so ein bisschen reinarbeiten. Dann haben wir dreimal Schlangennachtrache aus Spellruler First Edition. Die ist natürlich auch ein bisschen was wert. Eine absolut ikonische Karte. Hab's hier auch noch First Edition in Englisch, Magic Ruler, einige Male rumliegen. Habe ich auch einige davon, ich glaube 12, 13 Stück allein als First. Und dann kommen noch die Unlimiteds dazu. Also von denen habe ich auch wirklich relativ viele. Also ich muss schon sagen, die alten Monster damals, die hatten schon echt einen gewissen Flair. Und einen gewissen Charme, auch so in ihrer Einfachheit. Dann haben wir natürlich den magischen Zylinder, wer kennt sie nicht? Aus Labyrinth of Nightmares, die letzte Karte des Sets in Secret Rare First Edition, alle drei auf Deutsch. Ich glaube, der letzte hat so einen kleinen Shift in der Schrift, der ist so ein bisschen unten gesetzt. Könnte man jetzt als Misprint bezeichnen, auch wenn das für mich noch nicht wirklich ein Misprint ist. Dann, was haben wir noch? Armetal, das Chaos-Phantom. Genau, aus Ancient Prophecy, eine GX-Karte, die allerdings erst in einem 5D-Set den Release bekommen hat. Sehr coole Karte auf jeden Fall. War auch stellenweise eine Weile lang als Ultra Rare aus der Legendary Collection mehr wert als das Original. Mittlerweile ist es wieder andersrum. Sehr coole Karte auf jeden Fall. Hat auch mittlerweile schon den ein oder anderen Reprint gesehen. Zu dem Bedauern eines jeden Sammlers. Dann haben wir ein Playset Dunkle Paladine. Grüße gehen raus an den lieben Kommentator von vor ein paar Tagen. Muss ich euch eine kleine Anekdote erzählen. Ein Abonnent hat mir einen Kommentar reingeschrieben, der wollte halt, dass ich ihm einen Paladin tausche. Das war aus einem älteren Video, da habe ich euch mal diesen Legendary Collection Ordner gezeigt, war auch ein Sammelkartencheck und habe ich halt geschrieben, nein. Und dann hat er halt geschrieben, ja, du hast sicherlich nicht mehr als ich. Dann habe ich ihm halt geschrieben, wie viel ich ihm habe. Dann hat er mich als Lügner bezeichnet. Dann hat er seinen Kommentar gelöscht und hat einen neuen Kommentar gedroppt, in dem er behauptet hat, 200 davon zu besitzen. Den Kommentar hat er dann auch gelöscht. Also, keine Ahnung, was mit manchen Leuten los ist. Wie auch immer. Machen wir direkt weiter mit dem Götterset. Dafür sind die Magnethalter ursprünglich auch konzipiert gewesen. Bei mir wollte eigentlich nur diese Göttersets hier drin. Oh Gott, hat der einen fetten Kratzer, die Hülle. Ich wollte hier eigentlich nur die Göttersets drin sammeln. Und auch die neuen Götter natürlich. Also eigentlich alles, was so ein Dreier-Set hat. Auch diese Einhörner, Donner-Einhorn, Blitz-Zweihorn und wie sie alle heißen. Genau, hier aus dem Battle Pack 2 im relativ langweiligen Mosaic Rare, war aber auch mal eine Weile extrem viel wert, muss man sagen. Dann haben wir ein Ultimate Rare Unlimited, Uria, Harmon und Raviel. Sehr, sehr cool, aus Shadows of Infinity. Shadow of Infinity, wirklich eins meiner Lieblingssets aus der GX-Zeit. Meine Herren, war das ein geiles Set. Allein schon wegen den drei.
Dann haben wir aus der Jump die Gegenstücke zu den Götterkarten tatsächlich. Das sind die bösen Varianten der Götter. The Wicked Eraser, The Wicked Avatar, The Wicked Dreadroot. Also die Wurzel des Bösen, der Auslöscher des Bösen und der Avatar des Bösen. Ich glaube, das war das Gegenstück zu Ra, das zu Obelisk und das zu Slifer. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Also das ist Ra, da bin ich mir sehr sicher. Aber ob ich die beiden jetzt nicht verwechselt habe, weiß ich nicht. Aber ja, das sollen die bösen Gegenstücke zu den Götterkarten sein. Finde ich ein bisschen schade von ihrem Design her, muss ich sagen. Denn sie sehen den Götterkarten einfach zu unähnlich. Ich hätte hier als böse Variante einfach die Götterkarten genommen und sie nochmal so ein bisschen abgewandelt optisch, dass sie nochmal so ein bisschen böser, so ein bisschen krasser aussehen. Ja, dementsprechend hier, die Karten sind nicht hässlich, aber so als böse Gegenstücke der zu den Göttern, also das ist eher auch so eine Manga-Geschichte, ich glaube im Anime hat man das nicht gesehen, finde ich es halt schon ein bisschen schwach vom Artwork. Aber gut, ist auch vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Dann haben wir das Götterkarten-Set aus der Jump. Braucht man, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Alle relativ wertig. Obelisk hat, glaube ich, 30 gekostet. Slifer war mal relativ teuer, aber ich weiß gerade gar nicht, wie die Preise momentan so sind. Gut. Was haben wir noch? Ja, nochmal ein Set aus der Jump, okay. Dann haben wir ein Playset. Harpyen Flederwisch aus der Legendary Collection Joey's World First Edition. Dürfte auch mittlerweile einiges gehen. Sieht natürlich auch sehr cool aus. Da hatten wir natürlich auch schon dann das etwas neuere Layout mit dem größeren Bildkasten. Ja, Legendary Collection 3 und 4, relativ schwierig gewesen, ohne Silvering zu finden, wobei die Legendary Collection 4, also die Joey's World, die wir auch hier haben, noch ein bisschen dankbarer war als die 3er. Aber immer wieder cool, Karten aus diesen beiden Sets zu haben, denn Legendary Collection 3 und 4 sind wirklich Sachen gewesen, die waren richtig, richtig cool. Und ich erinnere mich noch, wir haben sogar mal in einem ganz alten Video vor dem Reset des Kanals eine Legendary Collection 4 per Video aufgemacht. Gibt's aber nicht mehr, das Video. Dann haben wir Elementarheld, Chaos, Neos, alle drei First Edition, alle drei Englisch, alle drei Gladiators, Assault, relativ coole Karte, einer der coolsten Elementarhelden überhaupt, gab's ja auch dann als Ghostrider aus dem Set und dann auch noch als Missprint in gleich zweifacher Ausführung, nämlich einmal mit dem falschen Namen, dem Regenbogendrachen obendran und trotzdem halt das Bild vom Chaos Neos. Und dann gab es aber auch den Regenbogendrachen mit dem Bild vom Chaos Neos in Ghostrider. Ganz, 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 ganz komisch gewesen. Und auch sehr, sehr selten diese Prints. Selbst allein der Missprint mit der Schrift, mit dem falschen Namen, ist schon immens viel wert und der mit dem Bild natürlich noch wesentlich mehr. Ja, dann haben wir nochmal das neue Götterset, Raviel, Uria und Harmon aus der Collection Tin 2003 war es, glaube ich. Sehr cool auf jeden Fall, allerdings gar nicht mal so viel wert, also davon kann man sich noch gut was ranholen, wenn man Bock drauf hat. Dann haben wir ein Playset Exodius, der ultimative verbotene Lord aus der Jump, sehr coole Geschichte. Dann, was haben wir noch? Ah, okay, die Götter aus der Premium Gold Edition, ja, das war eigentlich damals der Grund, warum man das gekauft hat und natürlich Bilse, klar, aber ja. Danach hat man so gejagt. Ich habe sehr, sehr häufig Ra und Obelisk gezogen. Den Slifer habe ich allerdings nie selber gezogen aus den Packs. Die musste ich mir immer dazu kaufen. Mittlerweile sind die Premium Gold Editions OVP auch richtig, richtig teuer. Hier nochmal das Ganze. Übrigens der Reprint, also Unlimited. Die meisten meiner First Editions habe ich im anderen Koffer tatsächlich. Ich habe einen Koffer, da sind nur Götterkarten drin. Deswegen dürften hier, glaube ich, nur Unlimiteds drin sein. Genau, da haben wir sie nochmal. Wir machen etwas schneller durch, wir müssen uns ja nicht fünfmal dieselbe Karte angucken. Dann haben wir hier Raigeki aus der Legendary Collection Joey's World. Zweimal Deutsch, einmal Ami Secret. Alle drei First Edition. Mittlerweile glaube ich auch bei, lass es ein 20er sein, 20, 30 Euro. Waren, glaube ich, mal mehr wert. Aber natürlich haben die ganzen Reprints, zum Beispiel in der Collection Tin 2019, dem Ganzen nicht unbedingt gut getan. Sagen wir es mal so. Genau, da haben wir gleich dasselbe nochmal. Diesmal das komplette Playset Ami Secret. Auch alle drei First Edition. Dann haben wir Axt der Verzweiflung. Ultra Rare aus Spellruler. Alle drei First Edition. Alle drei Deutsch. Hier auch wieder ziemlich zerkratzt mittlerweile das Ganze. Sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ist ja auch zensiert. Normalerweise ist hier im Original so ein Schrumpfkopf dran. Finde ich auch echt cool. Aber ich finde auch das Alternative, also das zensierte Artwork, finde ich auch relativ cool. Axt der Verzweiflung, auch eine absolut ikonische Zauberkarte. Dann haben wir, ja, in Secret Rare, aber nicht aus
Nicht aus GBI, sondern aus den anderen Sets, aus YMA, der Jump und DOD. Die jeweiligen Secret Rares, die zusammen ja einen Set ergeben, sind aber auch mittlerweile extrem wertvoll. Meine ganzen GBI Secrets und auch die Ultras sind auch alle im anderen Koffer, denke ich mal. So, was haben wir hier? Oh, wir haben sogar ein Set First Edition hier drin. Okay, auch nicht schlecht. In Premium Gold Rare. In Gold Secret Rare, sorry, aus der Premium Gold Edition. So rum war es. Sehr cool auf jeden Fall. Weiß gar nicht, wie viel die aktuell gehen, aber die First Editions dürften mittlerweile schon ein bisschen was wert sein. Dann sogar was Japanisches. Die sind richtig interessant. Die sind hier in 20th Anniversary Secret Rare, also quasi das, was wir jetzt in der neuen Legendary Collection 1 in diesem Reprint bekommen, dieses Quarter Century Secret Rare. Ja, das war vor 5 Jahren in etwa das 20th Anniversary Secret Rare in Japan. Sieht genauso aus, nur dass halt hier eine 20 drin steht statt eine 25. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob bei uns die Schrift auch rot ist, aber hier sind die rot. Es wird übrigens auch hier bei mir auf dem Kanal nochmal ein Video zu diesem neuen Set geben. Die 3 Boxen kommen morgen bei mir an. Da gibt es einiges zu erzählen. Zum einen, dass diese Karten weltweit in ihrem Print limitiert sind. Das seltenste ist, glaube ich, das Life hat. Das waren, glaube ich, 1500 weltweit? Irgendwie sowas. Dann kommt der Obelisk mit, ich glaube, 3000 waren es. Und dann der Ra mit sonst irgendwas, ich glaube, 10.000 Stück oder so. Kann sein, dass die Zahlen jetzt falsch sind. Aber wichtig ist auf jeden Fall, die 3 Karten sind alle in ihrer Auflage weltweit limitiert. Die beiden sind mittlerweile relativ selten. Ich glaube, den kann man sich noch ein bisschen leisten. Genau. Den hat mir damals ein Abonnent von mir besorgt. Über den habe ich immer die ganzen Karten hier bestellt. Sehr cool. Dann schauen wir mal, dann haben wir hier aus LOB Unlimited den rotäugigen schwarzen Drachen, wobei man eindeutig sieht, dass der hier in der Mitte ein neuerer Reprint ist, wahrscheinlich aus der letzten Legendary Collection 1 Reprint Sache. Und das hier sind wirklich 2 alte Reprints, das erkennt man einfach am Finish, am Foiling, an der Farbe, an der Aufmachung, man sieht es einfach. Und natürlich auch im Namen, weil hier heißt er noch rotäugiger blauer Drache und hier rotäugiger schwarzer Drache. Gut, machen wir weiter. Wir haben den Dark Magician aus LOB und da haben wir genau das gleiche. Der hier ist ein etwas neuerer Print, ein etwas neuerer Reprint und das hier ist ein etwas älterer Reprint. Ich glaube, die liegen bei so 90 Euro das Stück in etwa, Unlimited Edition. Natürlich alle near mint to mint, vollkommen klar. Natürlich auch eine absolut ikonische Karte, ist auch mit eins meiner Lieblingsartworks vom Dark Magician. Dann haben wir Maiden of the Moonlight aus dem Tournament Pack 2. Das ist eine Kamen als Playset. Glaube ich auch 30, 40 Euro das Stück, weil Tournament Pack 2 muss man, glaube ich, nicht großartig erklären. Ist natürlich eine Mördergeschichte. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Da habe ich damals, gab es ja ein Opening, da habe ich, glaube ich, 1 oder 2.000 Euro Sammlung aufgemacht. Nur Rares und Kamens aus dem Tournament Pack 2. Ich glaube, so viel hat noch keiner für eine Kamen-Sammlung bezahlt, ey. Wahnsinn. Dann haben wir Gil'gath aus Gladiators Assault First Edition. Glaubt nicht mal so viel wert, 20, 30 Euro vielleicht das Stück. Dafür, dass es eine Secret Rare aus so einem alten Set ist, doch noch relativ bezahlbar. Aber sehr coole Karte auf jeden Fall, kommt auch in Secret Rare, mega, mega nice. Dann haben wir den Topf der Gier aus der Legendary Collection Joey's World. Dreimal Deutsch, dreimal First Edition. Auch eine absolut ikonische Karte aus dem ersten und zweiten Anime. Und dann ein Playset Überläufer First Edition. Sehr coole Geschichte. Alle 3 Deutsch. Gibt es jetzt mittlerweile auch in Pharaoh Rare oder wie es heißt und so. Das Zeug habe ich alles nicht. Ich habe alles, also wirklich dieses ganze Zeug, was im letzten Jahr rauskam, habe ich alles nicht. Also jetzt mittlerweile schon. Ich habe vom Thomas und so ein paar Geschenkpakete bekommen. Mittlerweile habe ich von Abonnenten ein paar Spendenpakete gekriegt, wo auch teilweise relativ wertvolle Karten drin waren aus neueren Sets. Aber ansonsten habe ich bisher kaum irgendwas von diesen Sets ranbekommen. Dann habe ich Unity, ein Playset aus der Jump. Da gab es ja 3 Karten. Unity, Yu-Yo Friendship und Judgment of the Pharaoh. Das war so ein Dreier-Set aus der Jump. 2 Zauber, eine Trap-Card. Was ist denn da eigentlich los? Achso, das gehört nicht zusammen. Dann haben wir Book of Moon aus dem Turbo Pack 7. Es gab auch mal ein Turbo Pack 7 Opening hier auf dem Channel. Da haben wir die hier, glaube ich, auch gleich 4 oder 5 Mal gezogen. Richtig, richtig übel. Auch relativ wertig die Karte in Ultra Rare. Die Print-Quali ist allerdings richtig für den Arsch. Also wenn ihr die wirklich in Nearmint habt, auch ohne silberne Ränder und so, dann bewahrt sie euch gut auf, weil die ist mittlerweile ziemlich rar in guten Zuständen zu bekommen. Ja, dann haben wir nochmal das Götterset. Hier wieder Unlimited. Nochmal die Paladine, diesmal 2 First, eine Unlimited. Der Dark Paladin ist auch hier ein englischer, aber kein Ami, so wie es aussieht.
trotzdem sehr coole Geschichte. Dann haben wir Schnappstahl. Einmal Englisch, zweimal Deutsch aus Dark Beginning 1. Dementsprechend natürlich Unlimited, aber auch absolut ikonisch. Seht ihr einfach diese das ist so eine Sache, die mir auch so gefallen hat. Diese Einfachheit des Artworks, dieses Minimalistische, das halt auch so im Kopf geblieben ist, das so einen hohen Wiedererkennungswert hat. Und trotzdem sah es cool aus. Das ist so eine Sache, da könnte sich Konami speziell beim Thema Zauber- und Fallenkarten einfach noch eine Scheibe abschneiden. Es gibt wirklich Sachen, die sind wirklich cool. Meistens sind es irgendwelche Coming-Karten, die in Hauptsets rauskommen oder so, wo das so der Fall ist. Aber da müssten sie wirklich noch mal ein bisschen dran arbeiten. Dann haben wir letztes Angebot aus dem Champion Pack 4, auch eine Karte, die mittlerweile wohl relativ viel gehen dürfte. Ist auch ein zensiertes Artwork, meine ich. Im OCG sieht die Karte vollkommen anders aus. Vielleicht gibt es mittlerweile aber auch schon eine Lart dazu. Müsste ich mal gucken, aber ich glaube sogar, es gibt mittlerweile eine Lost Art dazu. Dann haben wir Yu-Yo Friendship. Genau, das ist die zweite Karte, die zweite Spellcard nach Unity, von der ich eben gesprochen habe. Ebenfalls aus der Jump. Dann haben wir nochmal Unity. Also die andere Karte. Ich weiß, sie sehen sich ein bisschen ähnlich, aber ihr seht, es sind zwei verschiedene Karten. Zwei Left, Two Left hier. Dann haben wir nochmal Unity. Was ist das hier? Genau. Ja, ein bisschen viele Doppelungen drin, ich weiß. Und zu guter Letzt haben wir den Buster Blader aus der Booster Pack Tin. In Secret Rare, die Tinboxen OVP sind mittlerweile ja unbezahlbar und die Promos daraus sind mittlerweile auch schweineteuer. Ja, meine Freunde, das war es dann aber auch schon wieder gewesen mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet etwas davon. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkarten-Jack und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.